So. Also, Straßen sind filetgefegt. Wir kommen jetzt wahrscheinlich sehr gut durch. Haben wir jetzt gerade gehört. Guten Morgen, liebe Leute. Corona-Tag 666. Und, ja. Wir leben noch. Es wird immer dramatischer hier in der Stadt. Offensichtlich. Noch dürfen wir raus. Mal gucken, ob die Sicherheitsbeamter schon vor der Tür steht. Wo wollen Sie ihn denn? Ja, und hat sie mal Fieber? Ja! Na, das wäre was. Na, wenigstens halt hier im Haus kann ich mich wenigstens bewegen, weil ich muss ja mal in die Wohnung, mal in den Keller. Das ist ja alles meins. Meine Vorräte sind im Keller, meine Fahrräder. Ich habe Fahrräder gebunkert. Mal gucken, ob das eine gute Idee war. Würde man sagen, wir hauen ab und schauen mal, ob wir lebendig ankommen. Ja, ist auch unsere Wohnung. Da hab ich noch Garage. Papa, ist die andere Wohnung bei fertig? Ja. Weil das haben wir immer zu Weihnachten gegessen. Kommen wir doch wieder nächsten Weihnachten essen, Papa. Dann wollen wir mal sehen, was wir da beide. Prost! Corona Baby! Na dann auf zur Kita. Ja. Nee, du darfst nicht mit. Na, sag mal. Kann ich schon nicht hier. Ansonsten schließen sie gleich die Schule. Ja, klock, klock. Aber wir haben es überlebt, wir sind zu Hause auf alle Fälle. Oh, lecker. Ja. Wir haben es aber. Schlupfen geholt. Ihr habt euch Schlupfen geholt. Verkleinert, familientechnisch. Familientechnisch verkleinert? Wie? Na, die sind alle untergebracht. Unter. Zwei von vier sind nicht da. Zwei von vier. Ja? Zwei von vier sind nicht da und zwei sind hier. Achtung. Tada. Tada. Auch mal quetschen. Magisch. Gut. Frühstück und ganz schnell und dann ab in Laden. Ach, das ist ein alter Mist. Schön, der Tag fängt gut an mit Wasserschaden hier. Alles nass. Schön hier. Irgendjemand hat nämlich das extra verschlossene Ventil aufgedreht. Für die Bürowohnung. Kalter Kaffee? Hände. Er hat gerade so die Temperatur. Handwarm. Also ich habe jetzt unter der Brücke ist noch ein bisschen Wasser. Aber es ist nicht viel hier vorgelaufen. Es ist direkt hier runter und dann hier reingelaufen alles. Das ist das Wasser. Und hier und runter ist vom Tropfen halt ein bisschen was. Aber nicht unter diesen Schränken, sondern hinter den Schränken. Ja, da stelle ich nachher noch den Lüfter auf. Guck mal, hier ist schon richtig. Der macht schon gut. Komme ich nicht ran, so einen langen Arm habe ich nicht. Kostet. Von der einen Seite habe ich gemischt, von der anderen Seite so geht es gut. Das ist typisch. Kann man hier einen Kaffee vorstellen, wird der warm. Kannst du mal zugucken, wie das trocken wird. Ach, das ist schon cool. Ja, dann müssen wir mal gucken, was demnächst machen, weil ich denke mal, die werden sich bald nachziehen. Ja, ein bisschen organisatorisch, wa? Genau, bis nach den Osterferien, das ist extrem lang. Wie lange ist denn das? Das ist Mitte April, 20. April. 6 Wochen? Ja. 6 Wochen? Wie kommt denn, ja? 5, 6 Wochen, also wenn die jetzt sofort schließen. Und vielleicht machen die ja dann länger sogar zu. Dass da nicht nochmal jemand das aufdreht.
Ja, wahrlich, das ist ja jetzt die Entscheidung wegen der Wohnung. Deswegen müssen wir. Da ist er ja. Soll ich dir helfen? Ja, nee, Brummel. Moin. Siehst du, Müll kommt jetzt. Du kannst auch nicht gewesen sein. Müll. Nein, durch Zufall. Ach Mensch, du geh doch mal da lang. So. Was? Noch weiter? Ja? Ja, ja. Was ist denn das? Mann, na toll. Warum sagst du denn nicht Bescheid, oh? Mann, tut mir leid, aber sitzt da rein. Ich muss Rena abholen. Ja, Mann, ich mit dem Ding weiterlaufen. Dann hab ich gesagt, denn... Hättest du noch einen Baumstamm werfen können? Ich war mir nicht sicher, ob du dann die Nachricht bekommst, weil ich kann dich ja nicht anrufen. Corona. Ich meine, komm runter. Ja, naja, bisschen. Hast du meinen Schlüssel gefunden? Nee, ich hab den aber noch gar nicht gesehen. Oh, ich hab's ja nicht. Keine Zeit gehabt. Ich werd echt irre mit diesem Schlüssel. Wo ist mein... Ich wollte ihn da hinlegen und dann hat Tina mich angerufen, ganz panisch, und gesagt, dass alle Schulen geschlossen werden. Und nee. Dann, dann schon... hast du nachgelesen und dann... Nee, ich wusste das aber schon, weil ich schon 20 Nachrichten aus der Klasse von Jungen gekriegt hatte. Scheiße! Entschuldigung, lass mal nicht... Au! Hilfe! Oh! Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Oh, verrückt. Ey, jetzt ist es soweit. Jetzt habt ihr den Salat. Jetzt kriegt ihr den Einlauf. Jetzt. Genug der Panikschieberei. Alles ist zu. Nur einer hält noch stand und repariert Fahrräder. Auch in den schweren Zeiten von Corona und Co. Wir reparieren ihr Fahrrad. Kann doch nicht wahr sein. Was ist denn da los? Und das Ganze können wir, weil wir Handschuhe haben. Tada! Der Handschuh. Dein Freund, der Handschuh ist dein Freund. Also, ab Dienstag ist die Schule zu. Warum ab Dienstag? Warum nicht ab Montag? Ich verstehe das nicht. Was ist da los? Vielleicht mal wegen letzter Instruktion für die Kinder? Wie auch immer. Tja, ich glaube, eigentlich ist es doch interessant, sowas mal mitzumachen, wa? Was war denn das? Wasser, wartet, seht ihr? Das Wasser hier unten drin, da kann das natürlich nicht gut hier durchlaufen und rostet und macht und tut. Hier unten ist schon alt verrostet, der ganze Zug. Und deswegen läuft das nicht richtig. Auch in Zeiten von Corona muss man gut bremsen können. Corona, 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 Corona. Mach auch du den Corona-Song, den Corona. Corona-Song, Corona, Corona-Song. Das war der Corona-Song. Also das nehmen wir nicht mehr weg. Neu. Tada! Wir reparieren dein Fahrrad.de. Ja, also wie gesagt, jetzt gerade kam die Nachricht von Marlies und aus der Klasse. Von Lumen, von der Schule. Keine Schule mehr ab Dienstag. Und mal gucken, wie lange das so bleibt. Bis nach den Osterferien. Oh ja. Hallo. Oh, du hast einen Nuckel. Du hast einen Nuckel. Warum hast du den Nuckel? Voll lustig, es nimmt ihn immer raus. Oder macht nur so... Warum hast du einen Nuckel? Du brauchst keinen Nuckel. Ich glaube, ich habe einen gekauft, falls ich zum Sport gehen muss. Ja, aber du bist ja, du darfst gar nicht mehr zum Sport. Hey. Marlies muss sich ja eigentlich fit halten. Gerade hat jetzt ihren Fitnesswahn entdeckt und darf jetzt nicht zum Sport gehen. Also an alle, die Diät machen, könnt ihr vergessen. Vergesst es einfach. Habt ihr einen Trainingsplan für 2020, gute Ziele aufgestellt, ja?
Wollt ihr eure Figur endlich mal so ein bisschen Bikini fertig machen für den Sommer? Vergesst es. Corona macht euch einen Strich durch die Rechnung. Ab jetzt gibt es nur noch Dosenfraß und Toilettenpapier. The world goes crazy with Corona Baby. Yay. Yeah, yeah. Nicht ohne Baby, Corona Baby. So sitzt angesprochen. Ja. Du bist mein Corona Baby. Corona Baby. Corona Baby. Das ist nicht lustig. Corona Baby. Corona Baby. Das ist nicht lustig. Ja, vielleicht ist Hans ohne Hose gefahren jetzt. Schnell zum Bahnhof weg. Hallo. Ja? Hey. Ja? It's me. What is me? How are you? Ach so, Mr. Professor. How are you with you? Ja, yeah, fine. Very well, very well. Ich mach den Laden zu. Oh, ey, so viel Katastrophen heute. Wasserschaden, Stromausfall, es ist ein Kabel durchgebrannt, weil der Heizlüfter hier ganz Zeit da durchsaugt ohne Ende. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Gleich weggeschmissen. Oh mein Gott. Hat so die Stunden auf jeden Fall. Schule zu ab Dienstag. Hört auf, ey. Hört auf. So, liebe Leute, nichtsdestotrotz, ich muss ja weiter reparieren. Ich kann es mir nicht aussuchen, hier einfach den Laden zuzumachen. Das geht so nicht. Licht war nicht doof, aber ich gerade. Kette spannen und Schutzblechdose. Kette spannen. Die Klappe da hinten ist weg. Jetzt haben wir nur noch die Klappe hier vorne. Die machen wir natürlich fest. Das ist ja wohl klar. Lieber jetzt festmachen, als dann irgendwann abfallen. Und die Reifen aufpumpen, meint er. Ganz zurück auf die Straße. Solange wir noch hier fahren werden, wie man auf der Straße noch fahren darf. Reifen aufpumpen. Mal gucken noch. Ah, Licht hinten funktioniert nicht. Wir müssen Stecker ab, den sägen natürlich und stecken dann auch hier drin. Jetzt habe ich hier so ein Kinderrad am Start. Seid ihr überhaupt noch dabei? Jo. 9 Minuten. Jetzt habe ich hier so ein Kinderrad am Start. Jetzt soll ich mal überprüfen, weil irgendwie funktioniert es nicht. Seht ihr ja hier hinten? Das Licht vorne nicht. Was mache ich jetzt? Der Hans ist wieder da. Ja. Mauern. Alle lassen einen alleine. Einen alleine. Unglaublich. Also Prost. Leute, ich habe so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Ich fange jetzt mal an. Mein Frühstück heute ist ein bisschen kurz ausgefallen, weil Wasserschaden heute Morgen. Während die Welt draußen im Corona-Wahn versinkt, haben wir hier drin ein ganz anderes Problem. Und das ist natürlich kein Problem angesichts der Situation, die sich hier uns ergibt. Der Schal steckt fest. Und zwar derart, dass man es nicht mehr auseinanderkriegt hier auch. Also sagt die Dame. Na, dann probieren wir mal das gute Stück zu befreien. Also es ist natürlich kein gutes Stück mehr. Es wurde schon abgeschnitten, wie man sieht. Dazu schrauben wir, also drehen es nicht, dazu schrauben wir hier auf, da und da. Und
hoffen damit, erstmal ein bisschen Luft zu kriegen, um an diesen Übeltäter da ranzukommen. So, na wunderbar, das klappt doch. Hier vorne auch noch auf die Schraube. Also man muss das Ganze doch ein bisschen mit Humor sehen. Lach, wenn es zum Heulen nicht reicht. Wird auch mal so schön gesagt. Na, das ging ja einfacher als gedacht. Na, und dann wollen wir jetzt gleich mal ein bisschen spannen, das gute Stück hier. Immer mit der Ruhe. Immer einer nach dem anderen auf Toilette. Na, trotz neuer Batterie will das nicht. Also manchmal ist dann doch der Vergaser durch. Aber die kommt bestimmt. Na, schon läuft sie. Würde ich echt empfehlen, mal den Zug zu tauschen hier. Das wäre meine Empfehlung. Machen wir als nächstes bei dem Rad aufpumpen. Glühbirne vorne, checken wir. Licht läuft auch. Licht läuft. Bremse funzt. Schaltung funktioniert. Klingel geht nicht. Aber das warten wir jetzt erstmal ab. Jetzt ist jetzt die Macht getragen. Jetzt muss ich nur eins machen, dann bin ich endlich durch. Ey, meine Güte. Heute kamen sie ja alle. Hm? Galt das mir? Ja, wer ist denn da? Papa, ich habe eine Uhr gefunden. Ja? Die ist kaputt. Ah, das ist eine Michael Kors. Kors. Yes. Meine Tochter hat gefunden. Hier. Wunderschöne Uhr. Zumindest ein Fragment von einer Uhr. Tada! Mit Glitzersteinen. Ja, siehst du? Die findet auch schon überall Sachen. Gut! Oh, jetzt. Kalt. Die Narbe. Hatte ich letzte Woche schon hier am Start. Ja? Habe ich festgezogen. Jetzt ist die schon wieder locker. Ganz abgezogen, alles ganz vorschriftsmäßig. Und jetzt ist die schon wieder. Sorry. Wie kann denn das sein?
Jetzt ziehe ich noch mal den Kranz ab. Guck noch mal rein, aber die ist tot. So, Achtung. Abzieher auf. Hier habe ich Fett reingedrückt, alles. Und jetzt ist ja auch noch fest hier. Also ich konnte jetzt keine Beschädigung. Es ist natürlich ein günstiges Laufrad, ja. Hier Schinnhauer oder wie die heißen, ja. Weiches Metall, billige Teile, verbiegene Achsen etc. Aber ich konnte jetzt hier nichts feststellen. Ich habe es zerlegt, jetzt wirklich beide Seiten raus und geschaut, ob das Gewinde irgendwie defekt ist, hier die Gewindegänge oder so, greift alles wunderbar, also so wie so ein weiches Metall halt greift, und ich kann mir nicht erklären, warum das anfängt zu schlackern. Jetzt habe ich sie einfach nochmal neu gefettet, nochmal eingestellt, da ist ein unheimlicher Abrieb natürlich sofort da, das merkt ihr sofort, wenn ihr neues Fett reinmacht und ihr baut das mit Spiel ein, das Lager, und fahrt damit 50 Kilometer. Das Fett hinterher schwarz. Das ist ganz normal, weil die Kugeln natürlich da drin hin und her schlackern irgendwie und sich unheimlich viel abnutzen. Die laufen dann nicht vernünftig und laufen sich gemächlich ab, sondern die kriegen viele Stöße, Schläge etc. Allein wenn ihr in der Kopfsteinpflasterstraße ein Stück irgendwie so 200 Meter lang fahrt, mit so einem klappernden Hinterrad, wie viele Stöße das sind auf dem Rad, auf der Achse. Und das beim günstigen Material, ist klar, dass das sofort Verschleiß gibt. Wenn es jetzt nicht mehr klappt, muss es komplett getauscht werden. Wer weiß, was da passiert ist. Keine Ahnung. Es war auch festgeschraubt und alles. Also die beiden Konen waren fest. Kann ich mir echt nicht erklären. Das kriegt ja nicht auf einmal mehr Spiel oder so. Das ist ja nicht... Normalerweise ist das dann so, wenn eine Seite sich löst, der Konus, und das dann so auseinanderdreht. Dann ja, aber so oder nicht. Das ist doch Schwachsinn. Na, und außerdem bin ich ja netter. Ne? Das ist alles so billig. Das ist alles, das gesamte Rad ist super billig. Und tschüss, next. Leute, hey, boah, das muss ich einfach mal zeigen. Sieht man denn überhaupt, wie rot der ist? Sieht man, wie rot der ist? Ja, es sind immer die gleichen Themen hier bei mir. Es ist immer das gleiche. Das neu. Das habt ihr gesehen. Ich zeig's nochmal. Ich habe jetzt neu. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Bisschen zentrieren, ne?
Perfekt. Per fucking fact. Ist es geil, mit gutem Material zu arbeiten. Echt. Ein guter Bremsbelag, eine gute Hülle und gute Innenzüge. Ich liebe es. Geil. Genial. Ich liebe es. Mit Rädern, wo ich echt zugebombt. Mit Arbeit. Mit Rädern, ja. Aber ich hab's geschafft. Ich hab's alles erledigt. Alles weg. Ratzekal. Ja, aber die sind noch nicht abgeholt, denn ich weiß ja nicht, wann sie die abholen und so. Also Geld ist noch nicht da. Was soll man machen? Naja, auf jeden Fall. Los, das. So, wie ein Tag habe ich eigentlich ganz gut überstanden. Muss ich jetzt noch mal ganz kurz sagen. Obwohl der so mies angefangen hat. Heute ist Freitag der 13. Heute ist Freitag der 13. Nein, ist nicht dein Ernst. Ja, ist du. Heute ist Freitag der 13. Ich habe gesehen. Ey. Das hat damit einen Scheiß zu tun. Aber es passt ganz gut heute, ja, okay. Aber Mann, was für ein Start, ey. Schlüssel weg, komm runter, Wasserschaden. Das nächste, fast fackeln wir noch ab. Strom, Kabelbrand quasi noch. Dann Schulen geschlossen. Schule geschlossen ab nächste Woche. Eine Horrormeldung nach dem nächsten. Und auf einmal explodiert die Arbeit. Bumm. Oh Mann. Geschafft. Egal, morgen machen wir weiter. Wir sehen uns morgen. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt Tommy und die Frau. Die Frau. Das ist für euch immer noch die Frau. Ne? Aber mit ein paar Glas. Nicht die Mali, sind die Frau. Na, die Frau von mir. So, nicht eure, meine. So ein Scheiß.